die erste Analyse von Francesca Masalia für Marta Bassino, warum sie im unteren Teil verloren hat. Und jetzt vier Italienerinnen auf die ersten sechs, nochmal kurz. Ja, Wahnsinn. Das ist richtig stark. Geteilt von zwei Schweizerinnen, Gut, Berami und Sutter auf Platz 2 und 3. Und jetzt ist aber Norwegen dran. Kajsa Wikhoff-Lie, die abgeliefert hat hier in Wassertal, fünfte und sechste gewesen und so kurz vor dem Podium steht. Hat sie das im Super-G auch schon drauf? Ja, drauf hat sie es allemal. Das ist mal klar, das ist mal kurz innen gewesen, aber kein Problem gewesen. Ihr Fahrstil ist auch einfach generell so ein bisschen aufrechter und mir kommt vor, dass wenn sie da noch ein Tick aerodynamischer werden wird, dass da wirklich noch einiges zu holen wäre für sie. Viel zu viel Weg. Uiuiui. Uiuiui, was war da jetzt? Nein. Boah, ganz ein schrecklicher Sturz für die Kajsa. Oben Ski gefangen schon, deshalb zum Sturz gekommen. Oh, das hat nicht gut ausgeschaut. Und die Bindungen beide nicht gelöst. Na. Voll verfangen hier im Netz. Jetzt muss ja mal jemand kommen, der da aus der Ski befreit. Oh, da ist ja, es da passiert. Kommen wir hin, da hat sie richtige Pirouetten gedreht und da hat sie den linken Ski da so blöd vorn reinzwickt. Ah, das ist... Das kann man gar nicht anschauen. Oh, hoffentlich ist da nicht mehr passiert. Oh, und dann hat sie es da unten nochmal so blöd in den Fang getan. Da ist also, das, da war das Netz und da haben sie dann ein B-Netz dazu gebaut. Sie, da hat sie es reingehaut. Es schaffen kann, da auch im Super-G ganz vorne hinzukommen. Sie musste das, glaube ich, so Schritt für Schritt erarbeiten. Und von dem her, denke ich, wäre es für sie heute ein super Erfolg, wenn sie es schaffen könnte, unter die, ja, in Richtung 10 zu kommen. Ihr Trainer, der Jürgen Graller, der hat so das, die Maßgabe Top 12 ausgegeben. Schauen wir mal, was da drin ist. Aber sie kennt die Strecke, sie haben hier oft trainiert. Und von dem her denke ich schon, dass da was möglich ist. Kira Weiler ja in der Super-G-Wertung nur auf Platz 25 zu finden. Das zeigt auch, dass der Saisonverlauf die Abfahrt natürlich viel, viel stärker war als der Super-G. Und der Kira musste man einfach auch den Druck ein bisschen nehmen. Sie hat nicht versuchen müssen, im Super-G die Nation Deutschland immer zu retten. Und der Selbstvertrauen-Rucksack, den hat sie sowieso, Kira Weidle, weil sie einfach gestern am Podium war und vorgestern hervorragende Vierte war. Richtig viele Punkte auch nochmals geholt hat. In der Abfahrtswertung liegt sie unter den besten 5 aktuell. Also das ist eine tadellose Saison für das Mädel vom Starnberg. So, jetzt sehen wir die Taubergung von Kajsa Wikhoff-Lie, die jetzt am schnellsten Weg ins Krankenhaus kommt, Gott sei Dank. Sieht für mich nach einer Schienenwadenbeinverletzung aus. Für die 22-jährige junge Athletin aus Norwegen, für der es in letzter Zeit auch richtig gut lief. Und so schnell kann es leider Gottes wieder da vorbei sein. Geht's auf für die junge Österreicherin, für die Rosel? Rosina Schneeberger geht da oben raus. Für sie gibt's auch ein richtig gutes Ergang. Ja, 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 der nächste Sturz. Oh. Oh, da ist sie beim Knie hängen geblieben. Moi. Und wieder wird es einen Unterbruch geben. Ah, das ist echt. Der nächste Sturz auf dieser vermeintlich harmlosen Super-G-Strecke hier in Wassertal. Leider die Österreicherin Rosina Schneeberger. Ja, und hier ist ein Fehler passiert an einer Stelle, wo jetzt eigentlich nichts drin ist. Sie ist nach innen weggekippt und dann, oh, dann hat sie mit dem Innenski eingefädelt. Und das ist extrem. Oh, ja, ja, man darf da gar nicht so auf ihren Unterschenkel schauen. Tja, Vicky, ich habe es mittlerweile aufgegeben, ich kann da gar nicht mehr hinschauen. Unten die Gratulationen von Kira Weidle.
zu sehen an die Siegerin dieses Rennens, Federica Brignone. Und wir müssen den nächsten schweren Sturz hier vertauen.